Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns noch auf Balmorra und sollen hier noch einige Dinge erledigen. Unter anderem sollen wir Störgeräte an Sensoren anbringen, uns mit Zenith treffen und Verteidigungsschildgeneratoren deaktivieren. Ja, wir sind ja eigentlich schon auf einem ganz guten Weg. Ich würde mal sagen, wir suchen die nächsten Ziele auf. Oh, ihr seid ein bisschen eingekesselt, glaube ich. Okay, ich denke, hier müssen wir rein. Dann wollen wir mal gucken, dass wir da ohne weitere Kämpfe reinkommen. Ja, die haben hier eine ganz große Verteidigungslinie eingerichtet. Den dann noch mit rein. So. Beenden wir das. Wunderbar. Installiere den Energiemonitor. Gucken erstmal. Okay, da müssen wir da rein. Das hier sind wahrscheinlich die Sensoren. Oder Sensorengebäude vielmehr. Gucken wir mal. Oder auch nicht. Muss dann hier in der Nähe vielleicht sein. Vielleicht dieses Teil hier. Ja, sieht auch nicht so danach aus. Vielleicht unterhalb. Ach, Störgerät hier. Das sollen wir wahrscheinlich benutzen. Okay, wir müssen Störgeräte in der Nähe haben. Wir versuchen es mal hier. Das ist aber vermutlich das Teil hier. Ah, okay. Alles klar, haben wir auf jeden Fall hinbekommen. Hier unten müssen wir auch noch rein. Dort warten noch ein paar Gegner auf uns. Wir schauen mal, dass wir da vielleicht so reinkommen. Ja, wunderbar. Oh, ich sehe auch gerade, wir haben ordentlich Post bekommen. 7 Briefe. Da sind wahrscheinlich wieder einige aus dem galaktischen Handelsmarkt mit bei. Entweder Verkäufe oder halt, ja, keine Verkäufe. Da müssen wir mal gucken. So, wie sieht's hier aus? Gute Arbeit. Das Signal kommt glasklar herein. Der Großteil der Energie geht an den Verwaltungskomplex der Balmoranischen Waffenfabrik. Der Sperrer muss dort sein. Der schwierige Teil ist damit vorbei. Ein Verwaltungskomplex klingt nicht sonderlich bedrohlich. Seid euch nicht zu sicher. Vermutlich stehen jede Menge Sicherheitskräfte zwischen euch und dem Sperrer. Ich habe hier Commander Madin für euch. Falls wir uns nicht mehr sehen, nun, um Balmoras Willen hoffe ich, wir tun es. Offenbar haben wir beide hart gearbeitet. Ihr habt den Standort des Sperrers, ich habe Dr. Kaziri. Das ist auch gut so. Das Sperrerlabor wird unglaublich stark verteidigt. Die Befreiung der Gefangenen aus dem Gorinth-Gefängnis muss das Imperium in Schrecken versetzt haben. Sie drängen stark auf die Fertigstellung der Waffe. Das Imperium hat Darth Minax zu unserer Aufseherin ernannt. Sie war zuvor schon eine Sklaventreiberin. Aber jetzt, jede kleinste Verzögerung ist Grund zur Exekution. Bleibt immer auf der Hut. Sith sind tödlich und unberechenbar. Seid vorsichtig.
Sie ist ein lebendiger, rothäutiger Sith-Albtraum. Ohne ihre Forschungen hätten Dr. Mellen und Dr. Ortis unseren Fortschritt nicht vorausahnen können. Es fehlen noch einige wichtige Schritte, damit ihr Hack funktioniert. Gut, dass ihr da seid. Sieht aus, als hätten sie eure Erfahrung brauchen können. Niemand hätte so weit kommen können wie die Entwickler des Sperrers. Ich kann euch nur noch ein kleines Stück weiterbringen. Setzt den Sperrerstift an der Subsystemsteuerung ein, dann am Hauptenergiekern. Dadurch habt ihr volle Kontrolle, wenn ihr ankommt. Das haben wir alles euch zu verdanken. Vielen Dank. Keiner wird vergessen, was ihr für Balmorra getan habt, Doktor. Ich habe nur getan, was jeder Balmorraner getan hätte. Ich kehre besser zurück, bevor Darth Minax zur Kontrolle kommt. Ich hoffe, wir treffen uns bald persönlich. Das war's. Folgt Dr. Kasiris Anweisung und begebt euch zum Sperrer. Madin, Ende. Wunderbar. Wir nehmen mal den Ausgang auf der anderen Seite, beziehungsweise schauen, ob wir da vielleicht weiter in den Komplex reinkommen. Einmal plündern. Und weiter geht's. Okay, da kommen wir hier raus. Wir schauen mal, wir müssen nämlich hier eigentlich noch die Störgeräte anbringen. Das sollten wir vielleicht nochmal machen. Die greifen uns an. Schnell weg hier. So, wie kommen wir darüber? So eigentlich auch von da aus. Naja, wir versuchen erstmal die Störgeräte hier vielleicht zu platzieren. An dem Turm. Wunderbar. Und dann dort hinten nochmal. Greif auf die Hangar-Com-Station zu. Ja, ich denke, dann sind wir auch hier wieder auf dem richtigen Weg. Da müssen wir ran. Ich rechne nie mit dem Wissenschaftler. Jeder hat irgendeine Schwäche. Sehr gut. Verhaltet euch ruhig. Das hier ist ein gefährlicher Ort. Drinnen herrscht rege Aktivität. Sie ändern die Sicherheitsvorkehrungen und arrangieren Transporte. Ich denke, Darth Lakris bringt den Präsidenten jetzt fort. Könnt ihr euch denken, wohin? Könnt ihr seinen Weg verfolgen? Nein. Wir holen ihn uns jetzt oder nie. Alle Passwörter werden geändert. Ohne mich dringt ihr nicht zu ihr durch. Ich stelle mich nie zwischen einen Kämpfer und seine Obsession. Wir sehen uns am Schiff. Also los, Jedi. Och nö, sag bloß, Zenit wird irgendwann mal unser Gefährte. Den will ich nicht bei uns haben. Der ist irgendwie total unsympathisch. Ist schon ein kleines Indiz dafür, finde ich, dass wir den jetzt als Begleiter mit haben. Dass der sich bestimmt anschließen möchte. Ja.
geladen und bereit. Und agiert hier auch noch als Heiler, das wollen wir gar nicht. Aber wir nehmen ihn jetzt erstmal mit. Rollenauswahl, Schaden. Schaden soll er ausüben. Ein imperialer Colonel. Chusa yo mata chitoya nam kanoya choski nawi se gota do muti ki hasa da punyo lis di woto chonki fagota chiho poda chi oto fokise. Ein mutiger Vorstoß. Ich bin mehr als nur beeindruckt. Ni at am bumpa boshuda mokili mokranki kabano tase makibuna mali tuta odmishka. Verstanden? Ich werde entsprechend umsichtig vorgehen. So, wir sollen jetzt imperiale Schützen erledigen. Das alles findet hier drin statt. Ich würde sagen, dass wir vielleicht gerade noch mal die restlichen Bereiche hier versuchen zu entdecken. Ihre Anweisungen sogar noch zu wunderbar. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Ihn schicken wir auch direkt noch mal wieder los. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Genau wie Kaisen. 9. Grad haben wir schon. Bis 600 ist gar nicht mehr so weit. So, in dem Bereich dürfen wir hier vorne eigentlich gleich entdecken. Okay, da gibt es auch noch einen Bereich. Da trennt uns jetzt das Gebirge wieder. Folgen wir mal dem Weg hier. So viel Zeit muss sein. Ganz schön lange Questreihe hier auch mit der kritischen Sabotage. Erst hier draußen alles erledigen und dann geht's nach drinnen. Okay, dann müssen wir echt noch bis zum Ende. So, wer seid ihr? Ach, hier haben wir noch eine Mission sogar. Schaut mal. Dann nehmen wir die doch mal mit. Sehr erfreut. Die Jedi dienen der Republik. Ich bin sicher, ihr wisst, dass mein Orden einer eurer verlässlichsten Verbündeten ist. Irgendwann besiegen wir sie ganz. Balmorra ist nur eine Welt. Aber sie ist der Schlüssel, um das Imperium ein für alle Mal zu besiegen. Der Plan gefällt mir. Ein wirklich kluger Vorschlag. Wunderbar, dann gehen wir das Ganze mal an. Wir können ja gerade mal die Post checken. Wie sieht denn unser Inventar aus? Relativ leer noch. Das kriegen wir hier. Schnelligkeit und Angriffskraft. Ja, würde ich dann halt die erstmal anziehen. Und ich denke, das andere können wir alles verkaufen. Wollen wir denn einen Händler hier? Warten Sie, verkaufen wir unsere Sachen mal.
Den Stim behalten wir mal. Und die Sachen verkaufen wir jeweils. So, Reparatur. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Und Briefe checken. Gegenstand erfolgreich verkauft. Wow. Hier die 3 Millionen Credits fast für die eine Kanone. Also ganz gut, dass wir das da eingegeben haben. Aris Giff, nochmals danke. Hab eure Frequenz von ein paar Widerstandskämpfern. Macht euch hoffentlich nichts aus. Dachte, ich danke euch nochmal dafür, dass ihr diese Vorräte für mich zurückgeholt und mir ein Stück der Korvani verschafft habt. Mein altes Mädchen hatte schon wirklich was, oder? Dachte mir, dass ich mich nützlich machen könnte, wo ich nun mal hier festsitze. Also habe ich mich wieder zu den Einheimischen begeben. War ziemlich gut, bin sogar ein bisschen vor diesem Schrotthaufen angetan, den ich zum Fliegen bekommen habe. Ich nenne sie Korvana. Ari. PS, fast vergessen, der Widerstand hat letzten Monat noch ein Lager eingenommen. Schicke ein paar Extras mit, schulde euch was. Sehr schön. Und hier haben wir unsere Gegenstände nochmal, die wir dann verkaufen wollen. Sobald wir wieder einen galaktischen Handelsmarkt vor uns haben. Ja, die Gilden-Season, das ist eine Gilden-Nachricht. So, und die Sachen würde ich dann erstmal wieder hier unten ablegen. So, starten wir auf in den letzten Bereich hier. Den wollen wir nochmal erkunden. Und ja, schön, dass wir hier Verfolgungswahn als Quest nochmal bekommen haben. Das werden wir dann auch vor der Waffenfabrik hier nochmal erledigen. Dort hinten. Bringen die Peilgeräte an, 6 Stück an der Zahl. So, wir fahren mal querfeldein hier. Hey Jungs. Einmal quer durch. Auf uns hat ja keiner geschossen. Sundari-Brücke. Ja, die Brücke haben wir entdeckt, aber den Bereich hier müssen wir auch noch entdecken. Was haben wir denn hier? Schreckenssaat-Captain. So, wir haben die ganze Karte von Balmorra aufgedeckt. Sehr schön, Leute. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Kümmern wir uns als nächstes um die Peilsender. Und die Stufe 67 ist auch gar nicht mehr so weit weg. Nur noch eine Frage der Zeit. Zurück ins Kriegsgebiet. Okay, wir sind verkehrt. Sehe ich jetzt erst. Dort oben gibt es nochmal eine Abzweigung. Da wollen wir dann hin.
Achso, das war sogar der Bereich, den wir vorhin entdeckt hatten hier. Ja, dann müssen wir aber durch. Nützt ja nichts. Dann gucken wir schon mal, ob es hier vielleicht eine Bonusmission für uns gibt. Das hatte ich mir aufgespart. Nö, sieht nicht so danach aus. Im feindlichen Gebiet hier bei den Imperialen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ist das eigentlich für ein Turm hier? Sieht sehr interessant aus. Ich überlege gerade, wo wir am besten langkommen. Oha, da greifen sie uns an. Wir müssen natürlich auch gucken, wo wir überhaupt für das Missionsziel hin müssen. Ah, hier sieht das gut aus. Mach die Augen zu. Ja, mit den ersten Peilsender. Dort hinten wäre ein zweiter zum Anbringen. Ja, dann schicken wir dich direkt mal wieder los. Weitere Edelsteine besorgen. Ach Mensch, da kommen wir nicht hoch. Da ist eine Truhe, die interessiert uns aber eigentlich nicht. Okay, fangen wir hier an. Abwehrschützen schalten wir auch noch mal schnell aus. Dann haben wir hier auch hier ein Peilgerät. Dann fehlen nur noch drei. Oh, was ist mit euch denn los hier? Halt mal die Augen weiter offen. Hier unten war doch noch einer. Da. Verdammt. So, zwei Peilgeräte fehlen noch. Nichts mehr, vielleicht auf der anderen Seite noch, selbst wenn wir schon mal hier oben sind. Droiden können aus dem Ohr eines Bantas keine Tasche aus Schimmerseide machen. Ich verspreche mich nächstes Mal zu bessern. Ja, das wird Zeit. Hier eine Tresorkiste kannst du besorgen. Dort können wir auch nochmal Peilsen anbringen. Da kommen wir vielleicht sogar so ran. Sehr schön. Und da nochmal. Wir schauen mal. Ne, da kommen wir nicht so ran. Aber Mission ist erledigt. Sehr schön. Wir kehren erstmal zum oberen Sundara oder Sundari Außenposten zurück. Und beenden dann dort die Folge. In der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall die Waffenfabrik mal infiltrieren.
dort gucken, was da abgeht. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.